Wir sind im ersten Titan Vahmedo angekommen. Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe zwar noch kein Kontrollsiegel gelöst, aber schon mal den Leitstein, schon ein bisschen rumexperimentiert. Und heute nehme ich mir alle Kontrollsiegel vor. Ich hoffe, das klappt auch so. Oh, hier ist schon mal eins. Das hier ist doch schon mal eins, oder? Perfekt. So. Schickerschein erkannt. Vier Kontrollsiegel fehlen noch. Ich hoffe, du gibst nicht schon auf. Ich fange gerade erst an, Revali. Du Lümmel. So, jetzt ist hier natürlich die Tür aufgegangen. Cool. Wartet, ich hör was Gruseliges. Irgendwas will mich wieder angreifen. Was ist hier los? Oder auch nicht? Wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Komisches Vieh. So, hier ist auch ein sehr, sehr cooles Rätsel gewesen. Hier haben wir jetzt... Achso, von da oben. Okay, wartet. Der muss ich wahrscheinlich hier löschen. So, dass sie mich nicht stören. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, dafür sorgen, dass die Tür aufgeht. Da ist nämlich noch ein Kontrollsiegel. Ich glaube, die Richtung stimmt soweit schon mal. Da oben haben wir noch eine Truhe da oben drauf. So, guck mal, hier ist jetzt wieder einfach der normale Mittelraum. Ja, und ich glaube, ich gehe mal kurz zu der Truhe. Da müsste ich nämlich... Alter, hier richtig alles verschoben. Richtig mit so Ritschramm und sowas alles. Ich glaube, hier komme ich zur Truhe hoch. Hoffe ich mal. Dann werde ich so ein bisschen... Ja, natürlich so ein bisschen... Ja. Ja. Geil. Okay. Hat geklappt. Oh, ein Ritterbogen. So, kein Platz. Was soll denn das? Warum krieg ich also so viele Ritterbögen? Die sind alle gleich kacke. So, komm, den kann er weg hier. Schwalbenbogen kann weg. Nein. Ich habe gesagt, der kann weg. So, nochmal aufmachen. Tada. So, wunderbar. Ritterbogen. Ich behalte erstmal den Falkenbogen, den ich habe. So, wie war nochmal das Rätsel hier, ja? Ich glaube, ah nee, warte mal, ich glaube sogar, die funktionieren nur mit Wind, die Dinger hier. Und, ah, okay, nee, doch, andere Seite. Ja, okay, Moment. Andere Seite, dann lasst mal kurz das Ding sich komplett zur anderen Seite neigen. Weil dann, ja, ich muss erstmal wieder rumprobieren. So, was macht denn das zum Beispiel? Oh. Okay, dann, genau, ist ja alles voll windig. Und das Ding rutscht genau auf den Schalter. Zack. Und das war's, glaube ich, auch schon, oder? Oder auch nicht? Ach, warte mal. Zwei Sachen müssen dagegen ballern. Oder es reicht nicht. Warum reicht es noch nicht? Warte mal. Hier, irgend so ein Ding ist zu schwach. Ah, wo ist denn hier noch so ein zweites Teil? Wisst ihr, wenn muss ja irgendwo ein zweites sein, weil ich meine, wie einfach voll Wind durchkommt. So, ich kann das andere Ding zwar wieder in den Windstrahl lenken, bloß dann geht ja nur die Tür auf. Und was soll das bringen? Ich guck mal kurz. Ja, dann geht bloß die Sittgitter da auf. Aber an sich ist es ja schon, durchgerutscht, das Teil. Also kann es ja ruhig zu bleiben. Bloß irgendwie fehlt hier wohl noch ein zweiter. Warum drückt ihr den Schalter nicht richtig rein? Oder musst du richtig volle Pulle? War das jetzt zu langsam oder wie? Das könnte natürlich noch sein. Wartet mal. Das könnte natürlich sein, dass es eventuell einfach zu langsam war. Dann sieht man ganz schnell das Ding hier bis zum Anschlag. Aber es war ja eigentlich schon bis am Anschlag. Das ist einmal komplett durchballert. Hey, das ist eine Truhe. Da war eine... Stimmt, aus dem Gegner fällt ja eine Truhe raus. Stimmt ja. So. Eispfeile. Sehr cool. So, wartet mal. Stimmt, ich glaube, das war ja noch gar nicht so, ne? Genau, das Ding war ja, glaube ich, gar nicht am anderen Ende. So, okay, und jetzt haben wir es richtig übel. Jetzt haben wir es richtig krass. So, passt auf. Ups. Einmal so. Dann das Ding hier gleich festhalten. Dass es auch schön im Wind bleibt. Und dann rast der Teil da komplett drauf zu. Mal gucken. Ich kann nicht gucken. Ich muss einfach hoffen, dass es klappt. Und da kommt der Leih. Achtung. Ich höre ihn schon. Alter. Okay. Es lag also am Tempo. So, perfekt. Der zweite Leitstein, Kontrollstein. Ups. Supi, aktiviert. Fehlen bloß noch drei. So, Kontrollsiegel, aktiviert. Drei Kontrollsiegel stehen dir noch bevor. Langsam kommen wir weiter. Langsam kommen wir weiter. Ja, ja. Was hast du gemacht? Du bist gleich gestorben. Du hast nicht ein Siegel gelöst, ne? So, dann sind hier auf der Seite schon alle weg. Ja, da fehlt bloß noch auf der anderen Seite noch drei Stück. Alles klar, kein Problem. Ich glaube, dass das hier schon mal jetzt so gekippt ist. Damit komme ich, glaube ich, automatisch gleich zu dem anderen Ding. Oh Gott, da ist noch eine Truhe da hinten. Da ist eine Truhe. Oh, wie kommt man denn da denn hoch? Warte mal, ich glaube aber eigentlich mit Fliegen einfach, oder? Weil es ist ja...
Upsa. Ah, okay. Ey, wie viele Truhen es hier gibt? Habe ich jetzt wenigstens bald mal alle? Alter, Ritter Zweihänder. Okay, die werde ich natürlich gleich benutzen, um richtig abzuballern. Muss aber wieder für den wieder schon wieder weg. Ne? Ich habe so viele geile Waffen inzwischen. Ja, okay, komm. Sora-Schwert ist doof. Leider noch nicht einmal benutzt, aber es ist halt einfach zu schwach. So. Okay. Hier ist jetzt aber die Tür zu. Hier können wir nochmal Winde machen. Ah ja, okay. Das war auch mit so einer krassen Kugel. Warte mal, mach mal kurz. So. Automat, ihr Säcke. So. Boah, hier so eine Schattenviecher. So, alles zerstört. Da oben ist ein Leitstein. Ja, aber zu denen konnte ich einfach mit hinfliegen, oder? Oh Gott. Uiuiui. Ach, krass. Link, ist ja richtig rutschig. Okay, komm, renn. Renn, Link, du schaffst ihn. Oh, oh. Muss ich jetzt echt hier nochmal ein bisschen zurückdrehen? Ach, come on. Das schaffe ich doch so. Ich muss bloß ein bisschen hochrennen. Und dann am höchsten Punkt. Na. Oh, na gut. Drehen wir es nochmal um, Leute. Oder machen es ein bisschen... Begradigen wir das Ganze mal. So, dann müsste ich jetzt aber eigentlich so dahin geflogen kommen. Oh, nee, okay, gut. Es muss ein bisschen schräg dann doch sein. Kein Problem, kriege ich hin. Und dann ist hier halt noch was anderes mit einer... Das kommt, glaube ich, später. Guck mal, da ist noch so ein Tor ist dazu. Alles mit dem Wind denn. Okay, zack, zack. Ausführen bitte. Hups. Ah, geil. Und schon haben wir den dritten Kontrollstone aktiviert. So. Jetzt sind nur noch zwei Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Remali, was denkst denn du? Natürlich habe ich das fast geschafft. So, jetzt muss ich aber nochmal das wieder begradigen. Nur um hier wieder hochzukommen und dann gleich nochmal so auf Anschlag, auf Kante. Weil jetzt, glaube ich, der eine Kontrollpunkt ist einfach bloß echt, dass man da einfach hinfliegt. Und zwar von hier unten. Genau. Der ist nämlich da hinten. Einfach so, da fliege ich einfach locker, flockig einfach hin. So. So. Sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter hier am Rand. Das sind alles bloß Sachen, dass man nochmal einfach hochfliegen kann, wenn man es denn möchte. Hups. Hui. Link fliegt einfach zum Kontrollsiegel hin. Wow. Ah, easy. Easy going. So, der vorletzte. Voll, wisst ihr, Rivali hätte da echt einfach zu allen hinfliegen können. Warum hat er das nicht geschafft? Nur noch ein Kontrollsiegel übrig. Sieht aus, als hättest du dich selbst übertroffen. Ja, genau. So, ich glaube, ich würde auch echt gerne nochmal... Ich war jetzt komplett oben. War ich jetzt... Ja, ich muss das, glaube ich... Sonst komme ich nicht zurück. Ich muss das komplett umdrehen. Ich glaube, ganz oben war ich jetzt noch nicht auf dem großen Platz, wo er denn der Boss-Fight stattfindet, ne? Da will ich auch nochmal schnell hin. Und mal gucken, ob da irgendwas liegt, irgendwelche Truhen. Ich glaube, auf dem Kopf ist sogar noch eine Truhe. Und so, die muss ich mir alle nochmal holen. Wow. Oh. Oh Gott, okay, warte, ich muss ausweichen. Ja, war doof. Okay, ich will sowieso, dass er gerade ist. Ich wollte sowieso, dass er gerade ist. Lulululululululu. So, und dann bin ich echt gespannt auf den Windfluch. Wie ich mich gegen den anstellen werde. Wie viel der aushält, wie viel der austeilt. Ich kann aber dann, glaube ich, leider nicht meine starke Rüstung anziehen, weil es ist einfach zu kalt hier oben. So ein Mist. Ey, lass mir schon was einfallen. So, okay. Ui. Und da fliege ich nach oben. So, da ist wirklich noch eine Truhe. So, So. Komm, Link, kletter mal hier hoch. Link, kannst du nicht hochklettern? Kannst du hier hochklettern oder nicht? Kann schon sagen. Link, was zum... Link, okay. Mein Gott. Der stellt sich wieder an, der Bengel. So. Nein, okay. Ja, auf dem Schnabel eine Truhe. Ups. So, ups. Bestimmt richtig Cash. Komm her. Ein schöner Edelstone oder so. Und es ist ein antiker Riesenkern. Ja. Oh, oh. Oh, der Vollmond schon wieder. Oh, oh. So, ich glaube, jetzt ist es so tatsächlich sogar gewollt, dass ich einfach wieder zu den Teleportern da fliege. Oh, guck mal, ey, da ist schon das Loch offen bei dem Flügel. Da ist es noch zu. Okay, gut. Dann lass mich jetzt nochmal einfach oben lang gucken. Wirklich hier oben drauf, wo halt der Boss ist. Nochmal an jedem Flügelende oder so gucken. Weil es wird bloß nur ein Kontrollsiegel. Dann sind wir hier durch. Dann kann ich mich, glaube ich, hier eh nicht mehr in Ruhe umgucken, weil einfach nur der Bosskampf denn ist. So richtig übel. Und deswegen mache ich das lieber mal so. Oder habe ich nicht irgendwas, was mir irgendwie zeigt, dass ich alle Truhen habe? Ich glaube halt nicht. Leider. Ja, wäre ja auch ein bisschen gemein, weil dann hast du ewig, wenn du was verpassen solltest und du kommst hier nicht mehr wieder zurück, dann hast du halt ewig so ein Fail. Und ärgerst dich denn, weil du das immer auf der Karte siehst, von wegen, ja, du hast eigentlich eine Truhe verpasst, ne? Bist halt voll der Loser, ne? So, da haben wir angefangen.
Hier ist halt der große Battle. Das große Battle nachher. Vor allem mit diesem komischen Teil da. In der Mitte diese riesige Knospe. Oder was auch immer das sein soll. So, auf dem Kopf fahren wir. Ganz schnell nochmal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Hier kann ich, glaube ich, nicht nach oben rauffliegen. Ich glaube, hier oben ist keine Truhe, oder? Sieht jedenfalls nicht so aus. Nee, am Ende des Flügels ist da auch nichts. Da oben wird auch nichts mehr drauf sein. Vielleicht, warte mal, war im Fuß irgendwas? In der Kralle? Könnte das nochmal sein? Wartet mal. Mal ganz entspannt von oben aus sicherer Entfernung runtergucken. Runterschmulen. Hm. Ja, du kannst überall hochklettern, aber an den Titanen nicht, oder was? Jetzt sind komische Sonderlegierungen, oder wie? So, die Truhe habe ich mir geholt, gleich am Anfang. Okay. Ey, guck mal, wie cool das einfach ist, ey, dass wir auch wirklich fliehen. Wir uns wirklich halt bewegen. Ich frage mich echt, wie lange man sich das angucken kann. Aber ich glaube, wir wissen ja, Warmedo, der fliegt aber so im Kreis. Hat man das schon gesehen. Also irgendwann fliegt man halt einfach mit ihm im Kreis. Naja, wem es Spaß macht. Ich glaube, im Fuß ist aber, glaube ich, nichts mehr. Dann würde ich nur sterben. Nee, der hat bestimmt seinen Fuß, oder? Mann, ist trotzdem, ich sehe halt nicht alles. So, nee, okay, gut. Er hat wirklich nichts in seiner Kralle. Auf der anderen Seite auch nicht. Okay, gut, dann hoffe ich mal, dass ich wieder zurückkomme, wenn ich das mal schnell kippe. Dass ich da wieder hinfliegen kann. Wie cool, ey. Gott, wie die ganzen Flügel, ey. Ja, jetzt fliegt er wirklich im Kreis. Nur deswegen. So, okay, hups. Ja. Na, ob das was wird. Wenn nicht, dann falle ich halt runter und lande wieder irgendwo oben. Ist doch egal. Ja, Mann, ey, Mist, der fliegt von mir weg. Er fliegt weg. Deswegen dauert der Weg länger als eigentlich nötig. Scheiße! Link ist tot. So, alles nochmal machen. Nein, Leute, nein. Das kann doch mal passieren. Guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Alles schön, hier wollte ich doch sowieso hin. So, da ist das letzte Kontrollsiegel. Ich hoffe, ich habe schon alles richtig umgepolt, dass ich hier jetzt hinkomme. So, dann gucke ich nochmal schnell hier nach. So, mit dem Schalter kann ich ja hier wieder für Wind sorgen. So, die Truhe haben wir. Den Kontrollpunkt haben wir. Ich glaube, hier kommt auch dann, glaube ich, eine Kugel rausgeballert, oder? Ich guck mal. Jetzt haben wir hier Wind, ja. Ich habe irgendwie... Irgendwas fehlt doch hier. Wie geht diese Tür da auf? Wartet mal. Oh Gott, ich hoffe... Ich muss irgendwie... War das nicht mit einer Kugel? Lass mal kurz schauen. Ach nee, das muss ich ja so ja hier hinter machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal, wartet mal. Man sieht... Ah ja, genau, hier hat man auch so was Geiles hier mit Bomben durchrollen. Alles klar. So, flupp. Perfekt. So. Jetzt, was heißt perfekt? Na, jetzt fehlt aber irgendwie noch irgendeine Art Gewicht, muss da halt noch hin. Muss ich einfach nochmal eine Bombe hinmachen? Ja, ich mach nochmal eine Bombe, geil. So, die wird dann noch dahin gepustet. Ja, und macht den. Boom! Yeah! So, da haben wir die Eisenkugel. Sehr, sehr schön. So, dann mach ich natürlich erstmal wieder zu, dass kein Wind mehr ist. Und jetzt muss ich ein bisschen hier rumpuzzeln. Die Kugel erstmal rauskippen. So, vor allem ist die Kugel auch metallisch. Ja, dann kann ich die erstmal richtig schön platzieren. Weil ich kann ja durch diese Barriere, kann ich ja zum Glück durchfusen. Moment. So, komm mal her. Zack. So, ganz schnell mal hier. Na, platzieren. Bup. Na. Zack. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Hoffe ich mal. Wieder zurückdrehen. Ja. Und dann hoffentlich reicht das Gewicht aus, dass er dann richtig schön flop einfach dann dagegen ballert. Mal schauen. Keinen Wind mehr machen, obwohl ich glaube, die Kugel ist sowieso zu schwer für den Wind. Na, komm schon. Komm schon. Yeah. Das war's. Letztes Rätsel von Warmedo gelöst. So, dum-dum-dum. So, okay, ich hoffe einfach mal, ich habe alle Truhen gefunden, weil so wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Wir haben ja gesehen, was es da so gibt. Ein paar Pfeile, ja. Aber nichts, was man auf ewig bereuen würde. So, das war's. Kontrollpunkt Chica-Schein erkannt. Oho, du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit in Gang setzen. Na, wenn's weiter nichts ist. Guck mal auf deine Karte. Den großen leuchtenden Punkt siehst du ja wohl, oder? Da musst du hin. Hä, ich hab vorher 5 kleine Punkte gesehen. Willst du mich verarschen? Jetzt ist nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen. Mann! Der Typ, ey. Der Typ ist ein richtiger Stinky. Kann das sein? So, dann mach ich mal natürlich gerade. Weil der Kampf wird gerade vollführt. So, ich frage mich bloß, warum hier so ein... Warum man hier so hoch kann. Ach so. Oh, ich bin ja... Ach so. Ja, okay, gut. Rätsel auch gelöst. Hier soll man eigentlich hoch, um dann von hier da rein zu fliegen.
gut, ich hab's ein bisschen anders gemacht. Ja, es tut mir leid, aber es hat doch selber zum Erfolg, es hat trotzdem zum Erfolg geführt. Also was wollt ihr denn, ne? So, jetzt habe ich natürlich auch fast gar nicht mit den Magnetdingern hier gearbeitet, weil es überhaupt nicht nötig war, hier irgendwie eine Brücke zu bauen und so, bringt alles nichts. Ich sollte, wie gesagt, alle Truhen haben, ich habe alle Gegner ausgelöscht, die jedenfalls so ein leuchtendes Auge hatten. Leute, machen wir uns den Boss zu eigen. Dann schaffe ich es echt noch in dem Part, den ganzen Schrein, Titan, zu erledigen. So, Link, jetzt musst du ganz cool bleiben. Wo ich echt Angst habe. Oh, guck mal, die Temperatur, ey, das ist halt mega kalt. Und ich bin halt echt, ich habe nur, wie viel Rüstung habe ich denn? Ich habe, oh, 12. Toll. 12 Rüssi, ey. Wisst ihr, man überlegt, ob man nicht, wenn man die Rüstung anzieht, ob man dann den Schaden der Kälte vielleicht einfach einsteckt und so? Einfach, um mehr auszuhalten? Ja, toll, jetzt ist ihm kalt. Jetzt ist ihm richtig kalt. Natürlich auch nichts zu essen gemacht. Gar nichts, ja. Ich habe nur so einen Kram hier, der mich ein bisschen... Alter, richtig viele Herzen. Ich glaube, das wird nichts. Nee, nee, das stört nur. Ich bleib mal bei den Klamotten. Muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Habe aber ansonsten die stärkste Kopfbedeckung, die ich bisher habe, angelegt. Nun gut. Wird schon. Lass mir mal schnell einen kleinen Snack essen. Haum, haum. So, okay. Leute, seid ihr bereit? Alter, wie das leuchtet. Der erste Fluch, der erste Boss des Titanen. Das Titanen-Vamedo! Ganons Windfluch! Pass auf dich auf, hörst du? Mach nicht den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Boah! So geil! So, okay. Natürlich werde ich erstmal den ultra starken Bogen ausrüsten, ja, weil ich muss ihn erstmal in der Luft abballern und dann halt am besten auch noch gleich das Ding hier. So. Sehr treffsicher. Was, er ist treffsicher? Ich auch. Alter, wie stark der Bogen ist, Mann. Alter, boah, wie stark sein Angriff ist. Aua. So, na komm. Aua, oh, er schießt sofort los. Ich dachte, er lädt noch ein bisschen auf. Oh, oh. Ich muss direkt ins Auge treffen. Das ist er betäubt. Aua, er kann durch die Wände schießen. Er hat Wallhack. Okay, lass mal schnell was snacken. Ich habe eine Fee dabei. Die muss echt meine Notreserve bleiben. Deswegen erstmal. So. Sei vorsichtig, er ist gleich tot, Mann. Guck mal hier. Okay, kann er jetzt eh nicht mehr. Ja. Bei der Hälfte kommt er eh eine Cutscene. Ach, scheiße! Er wird dich aus dem Hinterhalt angreifen. Pass auf! Nicht aus dem Hinterhalt angreifen, bitte nicht! Na, komm, komm, komm. Oh Gott. Da ist er. Ja! Wie man einfach mit Pfeilen platt machen kann. Und tschüss, Mann!
Boah. Okay, Leute, das war natürlich alles nur meinem ultra krassen Bogen zu verdanken, ey. Boah, zum Glück hatte ich den dabei. Ja, okay, jetzt, Ellie, was will er denn das machen? 62 Grunddamage. Richtig übel. Da haben echt normale Pfeile einfach ausgereicht. Aber jetzt, wo ich das so gesehen habe, ich erinnere mich, an sich war der, glaube ich, sowieso nicht schwer, weil den konntest du auch schon damals einfach echt mit Pfeilen zuspammen. Das hat er nicht lange ausgehalten. Und weil ich jetzt gerade so einen Bogen hatte, wo hat den nochmal her? Da war ich, glaube, der war nah am Schloss, ne, wo ich den mal bekommen hatte. Ja, hat er absolut keine Chance gehabt. Keine Chance. Ich find's cool irgendwie. So. Boah. Mein elftes Herz. Sehr schön. Cool. So, dann erstmal schnell den Titanen aktivieren und steuern. So, ich werde aber dafür cool aussehen. Wartet mal, ich muss cool aussehen. Frieren, aber cool sein. So, sehr schön. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Aktivieren, dann noch fortsetzen. Ich müsste alles haben. Ich hoffe mal, ich habe alles. Oder wartet mal. Abbrechen. So, hier ist es extrem kalt. Die bisherigen Schutzmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Okay. So, ja, ich sollte hier aber alles haben. Ja, vielleicht ist noch da. Nee, da jetzt ja zum Kopf, ne? Wir waren beim Kopf, wir haben hier alles geholt. Ist okay. Leute, beenden wir diesen sehr, sehr coolen Dungeon. Ah, ich will immer noch cool aussehen, wartet mal. Ich muss einfach cool... Oh, ich habe kaum Schilde dabei. Warum mache ich so wenig Schilde? Nein, weil die alle weggeballert wurden. So, okay, gut, Leute. Titan ist nicht mehr betretbar. Was soll's, wir müssten hier alles Wichtige haben. Let's go! Oh, du hast ihn wirklich besiegt? Angeber. Revali, der Recke der Orni. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit. Und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken, die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm! Ich für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gib doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich. Ich kann es einfach nicht fassen, wie unglaublich schön das immer inszeniert ist, ey. Das ist total toll. Sofort wieder Gänsehaut. Oh, super tolles Spiel. Doch es fehlt noch die Ausrichtung des Titanen. Gut, Medo. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Garnon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch.
Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer. Richtig cool. Auch wenn ich bezweifle, dass der Vogel da auf dem Stein lange sitzen kann. Weil der Stein sieht nicht sehr stabil aus. Für so ein fettes, riesiges Monstrum. Aber gut. Was soll's. Wir sind zurück und haben jetzt eine neue Fähigkeit. Revalis Sturm enthält die ungestüme Macht Revalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halte zum Aktivieren einfach X gedrückt. Das ist so cool, oder? Die vier Titanen. Erster Titan erledigt. Und eine Frostlibelle. Cool. Ach, ey. Leute, super schön. Hat auch richtig cool gepasst, um den Part zu beenden. Ich werde jetzt noch schnell zum Häuptling gehen. Denn der Häuptling hat ja tatsächlich auch noch eine Belohnung für uns. Und zwar die... Obwohl, will ich die jetzt schon haben? Ich meine, die würde ich dann eh nur irgendwie rumtragen. Oh, was ist denn hier los? Noch eine kleine Quest. Hallo? Juno, morgen war... Ja, was? Ich sehe nicht, wer sind sie? Wer sind denn sie? Da, jetzt sehe ich sie. Morgen war... Wie sie guckt... Oh, du bist auch ein Julianer. Auf Reisen war... ja, wir sind in den Flittermauchen, musst du wissen, aber dieses Dorf ist echt das Letzte. Nicht springen! In Gerudo-Stadt kann man Juwelen kaufen, im Dorf der Soras wird gebetet und so. Überall ist, was geboten war. Aber hier, so langsam bin ich nur noch nach Hause. Findest du? Ach, lasst mich doch alle in Frieden, Mann. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit, aber was habe ich davon, ne? Der soll mir wenigstens mal einen Rostäpfel bringen. Sonst lasse ich mich sofort wieder scheiden. Boah, ey. Liebe durch den Magen. Okay, hey, na, Theba, alles klar? Geht's dir wieder besser? Oh, du bist es. Du hast mir wirklich geholfen. Deine Wunden? Keine Sorge. Meine Frau hat sie so gut versorgt, dass ich schon wieder gehen kann. Ach übrigens, sie hat mir etwas über dich erzählt. Angeblich bist du ein Nachfahre des Recken der Juliana? Ich bin der einzig Wahre. Du brauchst gar nicht erst zu versuchen, es zu verstecken. So wie du mit dem Bogen umgehst, dich in die Luft bewegst, in dir fließt zweifelslos das Blut des eines Recken. Was ist denn? Willst du immer noch etwas sagen? Also, es ist so. Weißt du, das kann doch nicht sein. Du bist also der Recke der Juliana höchstpersönlich? Ja. Ja, ja. Autogramm? Nein, das ist ja unmöglich. Die Recken wurden alle von der Verheerung gar nicht umgebracht. Und das vor 100 Jahren schon. Selbst wenn der Recke der von Hyrule überlebt hätte, wäre er jetzt ein Opa. Oh, ich rede zu viel, oder? Ich habe den Häuptling schon berichtet, was mit Warmido geschehen ist, aber die Einzelheiten sollte er von dir hören. Genau. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier. Wir haben echt viel geschafft. Ich könnte jetzt halt Revalis Waffe von dem Häuptling bekommen, aber irgendwie, ja, ich habe halt genug Bögen und will jetzt irgendwie den nicht wegschmeißen und den lange rumschleppen. Das wäre so, die Waffe habe ich eh immer ausgehangen in meinem Haus später. Deswegen, ich glaube, ich lasse das erstmal, dass der Häuptling das behält. Das scheint, glaube ich, sowieso in einer Truhe. Aber Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Part geht's ja weiter und der nächste Titan wird angestrebt bei den Gerudos. Eieiei. Aber davor will ich auf jeden Fall genug Herzen mir sammeln für das Master Sword. Auf jeden Fall. Bis dann und ciao!